Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Blockbuster Inc. an. Das ist jetzt für mich gestern erschienen. Und wir schauen nochmal, ob das vielleicht der Nachfolger sein könnte von den Original-Teen-Movies von Lionhead Studios. Der Monat ist insofern spannend, denn es kommt etwas Ende des Monats, nämlich Movies Tycoon will das gleiche machen wie Blockbuster Inc. und wollen quasi in die Fußstapfen von Teen-Movies reinsteigen. Beides habe ich jetzt schon angespielt und momentan, muss ich sagen, bin ich eher gespannt auf Movies Tycoon als wie Blockbuster Inc. Denn Blockbuster Inc. hat da so ein paar kleine Probleme, zumindest jetzt kurz nach dem Release. Wenn ihr das Video dann auf meinem Kanal seht, dann kann schon sein, dass schon diverse Patches rauskommen sind und sich ein paar Sachen verändert haben. Aber das ist jetzt erstmal mein allererster Eindruck für euch. Roadmap steht da unten zum Beispiel, kommt noch. Gut, wir sagen jetzt hier mal ein neues Spiel. Und ich würde sagen, einfach rein aus Funsies. Mir Lionhead Studios. Schwierigkeit mache ich erstmal einfach, weil ich einen Haufen Deko gern bauen möchte. Aber auch normal ist einfach und schwer. Naja, wir werden es dann gleich sehen, warum. Wir starten. Wir könnten theoretisch im Jahr 1920 starten. Bis. Was ist das Neueste? 2010. Gut, aber wir sagen 1930 und die Anfangsgenres. Action und Romanze. Ich glaube. Auch noch Romanze und Action. Und Themen: Vampir, mittelalterlich. Da hätte ich gerne Pirat und mittelalterlich. Okay, dann sagen wir mal, Night Tutorial will ich nicht spielen, weil das habe ich schon gespielt. So, damit herzlich willkommen bei Lionhead Studios. Man kann den Namen natürlich nachträglich ändern und ist entsprechend auch der Schriftzug hier anders. Auf diesem Gebiet hier können wir bauen, fürs Erste, aber es lässt sich natürlich erweitern. Also ihr müsst ja keine Platzangst haben. Da unten haben wir momentan die Zeit. Sorry, da habe ich mal ganz kurz räuspern müssen. Dann haben wir hier einen Tagesablaufplan, was gerade so passieren soll, zu welcher Uhrzeit. Das können wir hier frei einstellen. Zum Beispiel hier Arbeit. Die fangen um 6 an, bis um 12, sagen wir mal. Dann gibt es hier mal das Mittag. Einmal 2 Stunden Essen. 2 Stunden Freizeit und dann wird wieder gearbeitet. Und ich würde mal sagen, bis mal 20 Uhr. Und verlassen heißt, sie sollen heimgehen. So erstmal mein Plan. Dann kann ich hier noch die Qualität der Mahlzeiten einstellen. Momentan noch geringe Qualität. Alles andere müssen wir freischalten. Links unten Übersicht vom Geld. Dann wie viele Fans wir haben, wie viele Filme wir schon rausgebracht haben, wie viele Mitarbeiter wir haben und unser Rating hier. Da können wir jetzt auch noch umbenennen. Etc. Okay. Dann Mitarbeiterverwaltung, beziehungsweise hier können wir Mitarbeiter einstellen. Da haben wir hier zum Beispiel einen Schauspieler, stellen wir schon mal ein. Regisseur brauchen wir auch. Produzent. Und das müsste ein Autor sein. Der ist Schnelllerner, sehr gut. Crewmitglied, der ist Einzelgänger, baut langsamer Beziehungen zu anderen auf. Naja, okay, nicht so schlimm. Dann Wartungsmitarbeiter. Drückeberger. Führt zu schlechten Ergebnissen bei der Arbeit. Aber leider habe ich gerade keinen anderen. Dann haben wir hier ganz normalen Mitarbeiter. Der ist dann für die Kantine beispielsweise zuständig und Rechercheur. Bei dem kriegen wir dann Punkte für die Forschung. Okay, dann haben wir hier unten Charts. So allgemein über die Studios verteilt. Wir haben ja natürlich Konkurrenten. Da können wir uns anschauen, wie die so drauf sind. Das gleiche auch mit den Studios und da könnte man auch Anteile kaufen und die dann theoretisch übernehmen. Oh, Locomotion Films. Euch werde ich kaufen. Ja, dann haben wir hier auch noch den Charakterersteller. Hier ist ein Charakterersteller. Okay, das machen wir jetzt nicht. Man könnte sich dann hier den Charakter so selber erstellen und benennen und dann entsprechend importieren, wenn man sich die da erstellt hat. So viel zu dem. Dann haben wir hier noch die Bank. Mit der Finanzübersicht, da sehen wir jetzt natürlich noch nicht sehr viel.
könnte man Darlehen nehmen, etc. Und dann die drei wichtigsten Sachen hier, das Baumenü, dann die Produktionsherstellung und die Stadtansicht. Und die brauchen wir, um unsere Stars oder Regisseure hier eine Unterkunft zu geben. Das kommt aber noch. Und die müssen wir dann auch besser machen, wenn die dann mehr Fame kriegen. Das ist so, ja, Nebenfeature von dem Ganzen hier. So, ich würde sagen, jetzt bauen wir dann erstmal das Studio auf. Als erstes brauchen wir ein paar Verwaltungsgebäude. Wir können das entweder hier mit vorgefertigten Gebäuden machen oder wir bauen das komplett selber. Und ich würde sagen, wir bauen erstmal komplett selber. Können wir hier das Wandwerkzeug hier. Ja. Also da können wir wirklich komplett frei gestalten, wie wir das haben wollen. So. So, dann brauchen wir hier noch Objekte. Allgemein, gehen wir mal Produktionsbüro. Das braucht zwingend so einen Produktionsschreibtisch. Dann würde ich mal sagen, großer Schrank. Machen wir den hin. Hier so zwei. Und ein schwarzes Brett. Okay. Dann können wir jetzt hier auch noch den Outer mit reinmachen. So. Bis was? Da werden wir gleich. Meine Stimme heute ist echt furchtbar. So, machen wir noch gleich ein zweites Büro rein. Da braucht er auch den Schrank und das schwarze Brett. Das haben wir aber schon drin. Und dann wäre das erste Büro schon fast fertig. Wir brauchen allgemein... Was machen wir denn da rein? Getränkeautomat. Ja, warum auch nicht? Ja, passt zu der Zeit-Ära. Heizkörper. Snackautomat. Ja, komm, dann haben sie es nicht weit. Nee. Ich hätte gern eine Tür. Ich würde gern die Tür hier nehmen. So, die Wand könnten wir jetzt auch noch einstellen. Wenn man möchte. Also ihr seht, da kann man sich ein bisschen austoben. Wieso konnte ich nicht ziehen? Ah doch, ich kann ziehen. Okay. Das macht's einfacher. Okay. Fertig. Bodentexturen. Machen wir so Holz. Kostet alles Geld. So. Was brauchen wir denn noch? Wir könnten jetzt hier das Wandrechteckwerkzeug. So, dann haben wir jetzt gerade fertig gezogen. Wir brauchen noch mal eine Tür. Diesmal nehme ich mal die hier. Objekte. Wir brauchen noch das Recherchebüro. Ich glaube, da mache ich auch mal zwei rein. Schränke, die Dinger. Da würde ich sagen, gerade hier hinten. Auch zweimal. Allgemein, was machen wir hier rein? Ein Weihnachtsbaum. Nee. Aufbewahrungsbox. Na gut, das ist ein Recherchebüro. Wir haben vielleicht sowas rumstehen. Oh, das geht. Was noch? Bücherregal. Könnte man auch noch zwei reinmachen. Also es hat momentan auch keinen Effekt, was ich hier in Deko mache. Das ist einfach nur jetzt zum Angucken. Können sogar Bilder aufhängen. Oder auch nicht. Doch, da geht's. Okay. Ich hätte gern da noch mal ein bisschen Ockner. Warum heißt das Ockner? Aber das wären ja hier die Fenster.
Jetzt habe ich mir natürlich da schon alles zugestellt. Gibt es auch ein kleiner? Wieso kann ich hier das Fenster nicht machen? Hätte ich einen Abstand da lassen sollen. Gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Wartungsraum. Das mache ich jetzt mal vorgefertigt. Wobei der passt jetzt von der Größe nicht so rein. Wo ist die Tür bei dir? Ah ja, machen wir es so. Okay, für unseren Hausmeister. Und als nächstes brauchen wir die Kantine. Da nehme ich jetzt auch mal ein fertiges Template. Das ich aber bearbeiten werde. Ja. So, Wandtool. Wandwerkzeug. So, wie bekomme ich jetzt die... Nein, ich will hier nicht alles löschen. Wie kann ich die Wand hier entfernen? Knüppelwerkzeug. So, du beschwerst dich, weil... Können wir alles automatisch zuweisen. Objekte, Kantine, Küchentisch. Machen wir mal ein hier so und dann passt es. Ja, sieht irgendwie komisch aus so, ne? Okay, die Kantine gewinnt keinen Schönheitspreis, aber dann hätten wir das hier mal. Oh, ich schaue eigentlich alles gut aus. Mitarbeiterplätze. So, du kommst da rein. Ach so, weil kein Mitarbeiter zugewiesen worden ist. Nein. Bleib da drin. Perfekt. Habe ich irgendwas vergessen? Wartung haben wir, Kantine haben wir. Ach, Toiletten. Toiletten wären natürlich auch nicht schlecht. Das können wir gerade hier in der Nähe von der Kantine machen. Ich würde sagen so. Und die machen wir dann auch gleich schon mal ein bisschen größer. So. Weg mit der Wand hier. Objekte. Toilette. Perfekt, ich würde sagen, dann machen wir noch ein Waschbecken dazu. Und ein bisschen Deko, allgemein. Wasserspender vielleicht. Gut. Dann sagen wir hier bestätigen. Und dann ist das Ganze hier erstmal gebaut. Das Ganze war jetzt quasi noch in der Planungsphase. Habe ich ein Gebäude vergessen? Mal kurz gucken. Nee, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Jetzt könnten wir hier noch Wege machen. Das ist aber total optional. Also ihr müsst theoretisch überhaupt nichts dekorieren hier. Oh, das sieht doof aus. Ich will wieder austauschen. Jo, das machen wir so. Das hier verbinden, das hier verbinden. Sieht irgendwie so mittelmäßig aus hier. So, landschaftsmäßiges. Das ist ein bisschen ein Nachteil hier. Die Bäume sind gigantisch groß hier. Egal welche. Die sind einfach heftig. Ich will aber da trotzdem hier mal einen reinsetzen.
zu zwei nebeneinander. Dann können wir hier so ein Büsch reinmachen. Und dann sieht es gleich schon mal viel schöner aus. Deko-Elemente, das ist mal dann alles, was es hier so gibt. Und ich hoffe, da kommt wirklich noch mehr, weil das ist ein bisschen wenig momentan. Ja, Laternen. Irgendwo gab es auch noch einen Mülleimer. Ja, hier. Hat momentan keinen Nutzen. Alles nur für die Optik hier. Ja, machen wir hier noch einen hin. Und damit es schöner aussieht, ein paar Blumen. So. Machen wir ein paar unterschiedliche. Nein, es ist genau eins frei da. Gut, machen wir Topf da rein. Okay, so viel zum Deko-Zeugs. Ich könnte mich da echt austoben. Ich bräuchte aber ein bisschen mehr Spielzeug da unten. Jetzt kommen wir mal zum ersten Highlight. Die Sets. Alles, was ihr hier da gerade seht, ist aus dem Steam Workshop. Man kann sich das Set nämlich komplett selber bauen. Da geht es hier, das ist Default Set. Da ist gar nichts drin. Und dann tut man sich da alles reinstellen, was man denn so gern hätte. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wo stelle ich denn das hin am besten? Ach, will ich das gleich hier schon haben? Wie viel brauchst du? Drei werden dann noch frei bei zwei. Setzen wir hier so hin. Okay. Da haben wir jetzt hier unser Standardset. Da ist nicht sehr viel los momentan. Man könnte da drin jetzt schon drehen. Und da können wir jetzt hier die Ausstattung einstellen, die wir gerne hier drin hätten. Das wären zum Beispiel hier die Kameras. Das kostet natürlich hier alles extra. Wir können eine zweite Kamera hinzufügen. Dann die Mikrofone einstellen. Ja, die Beleuchtung und so weiter. So. So, Setting Designer bearbeiten. Ah, das geht bei mir gar nicht. Noch nicht. Das muss ich noch, glaube ich, freischalten. Aber die ganzen anderen Sets hier, die sind custom gemacht. Was hätte ich denn gerne? Medieval, Piratenset, ein kleines. Stellen wir das mal hier hin. Können wir uns das hier mal angucken. Wie gesagt, das ist das hier. Aber halt im Designer erstellt. Und so könnt ihr das im Workshop die unterschiedlichsten Sachen holen. Für das, was ihr halt gern braucht. Das war jetzt. Das ist die Cabin hier. Nein, das ist die Captain's Cabin. Ah, doch, das ist schon das gleiche. Normale Piraten. Ne, es ist. Na, ist schon nicht das gleiche. Das ist sein Schlafzimmer hier. Ja, warum auch nicht, ne? Für Piratenfilme. Lass uns da mal ein bisschen Abstand. Ja. Was baue ich denn noch? Mörderbank. Jail. Space Hub. Slasher Set. Trash City. Holy shit, das ist groß. Vampir Set. Das war auch relativ groß. Gangster Office. Das klingt gut. Mache ich das generell so, dass ich die Sets hier anschaue? So, dann haben die hier die gleiche Höhe. Okay. Schauen wir uns mal das hier an. Gangster Office. Ja, kann man gelten lassen. Perfekt. 238.000 habe ich jetzt noch. Was brauche ich denn noch? Western Bar. Oh ja, das klingt auch gut. Machen wir schön mal ran. Nice. Das wäre das. Ich würde sagen, ich tue das mal hier ein bisschen in schön machen, damit das Studio noch was Gutem aussieht.
und dann sehen wir uns gleich auf dem Cut wieder. Also, dranbleiben. So, da bin ich wieder. Ich habe noch ein bisschen weitergebaut, ein bisschen dekoriert, wie es halt geht. Was am Dekorieren ein bisschen doof ist, man kann leider nicht ein bisschen überlappend dekorieren. Also da ist das Spiel ziemlich genau. Zum Beispiel das hier. Wenn das da steht, dann kann ich da nicht eins näher ranfahren, weil dann sagt er hier Kollision. Oder hier, der Zaun da, ne? Würde man meinen, man könnte das jetzt hier so durchbauen. Aber da sagt er hier, nö, ich kann hier keinen Zaun bauen, weil der Baum da steht. Ja, also das wäre irgendwie schön, wenn man das hier anpassen könnte. Aber was am aller nervigsten ist, das ist das Lecken beim Bauen, vor allem bei den Sets. Ich glaube, er lädt sich da zu Tode mit dem Workshop, weil die Performance-Probleme haben wir erst mit dem Workshop angefangen. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ich gehe hier in die Sets rein. Und jetzt habe ich gefühlt nur noch 3 Frames. Ihr seht es. Ist da voll am Rumzittern. Und das geht dann auch erstmal nicht weg, wenn ich da zum Beispiel nach draußen hier hinklicke. Er macht weiter. Das war in der Demo schon so und noch nicht behoben. Da muss unbedingt ein Fix her. Weil ansonsten macht das Arbeiten mit den Sets überhaupt keinen Spaß. Und dann muss man hier aus dem Menü wieder rausgehen. Und dann wartet man so ungefähr eine Minute. Und dann ist wieder alles normal. Also das ganz großes No-Go da. Bitte einmal den Workshop irgendwie besser machen. Dass das Spiel sich da nicht in die Hosen macht. Ich würde sagen, wir machen da vielleicht nochmal einen kleinen Cut, bis sich das Spiel hier wieder beruhigt hat. Oder? Spiel, haben wir es gleich wieder? Vermute, er hört dann damit auf mit dem Lag, wenn er hier alle Items einmal durchgescannt hat. Ja, nicht schön. Wir machen mal einen kleinen Cut. Okay, das Spiel hat sich wieder beruhigt. Man kann wieder ganz normal spielen. Wir werden jetzt erstmal hier in die Recherche reingehen und Sachen freischalten. Aber wir haben hier schon 3300 Punkte. Vermutlich, wenn wir 1930 gestartet haben. Wir werden uns mal diese Kamera hier holen. Nicht gesperrt, freigeschaltet. Dann würde ich sagen 1930er Licht. Richbell Mikrofon machen wir auch mal. Das ist alles älter, das brauche ich nicht. Produktion, Nachbearbeitung Level 1 machen wir auch mal. Mittleres Budget. Na ja. Einrichtung Mitarbeiter, Klassenzimmer, die Launch. Na komm, Launch schon mal freischalten. Klassenzimmer, nee. Genres, geheimnisvoll, Komödie. Oh ja, Vampir. Und ansonsten Peggy 13, klar. Besseres Essen. Sonst noch irgendwas Interessantes. Ja, 600 Punkte, wo gebe ich das noch aus? Ja, komm. 400, machen wir noch Drama. So, da können wir jetzt ein neues Gebäude bauen. Das wäre hier. Die Lounge, da gehen die Leute hin in der Freizeit. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine Bar. Baue ich denn die hin? Eingang ist jetzt so. Ich baue den mal da hinten hin. Ansonsten glaube ich... Ah, Büro für visuelle Gestaltung. Ja. Was, das mache ich bei dem Büro hier ran. Was haben wir hier? Audio Design Büro. Ja, machen wir auch gerade hier rein. Perfekt. Draußen. Cool. Und einmal hier noch. Fertig gebaut. Und da sind wir hier die Bar. Sehr nice. Habe ich den Arbeitsplan schon fertig? Ja. Wenn wir hier gerade schon sagen, mittlere Qualität, dann sind die da happy.
Jetzt können wir unseren ersten Film machen. Dazu gehen wir mal hier rauf. Produktionsherstellung. Und jetzt können wir hier einstellen, was wir hier haben wollen. Wir können jetzt erstmal sagen, zufällig alles mal alles. Wir machen einen Film. Wir könnten auch eine TV-Show machen, wenn wir das später haben. Wie groß soll es sein? Ja, was für Genre? In dem Sinn Action, Piraten und für PG-13. Wähl einen Produzenten aus. Haben wir eh nur sie. Regisseur. Und Autor. Da brauchen wir zwei. Oh, okay. Das geht gar nicht. Da würde ich sagen, warte bis zum nächsten Monat. Das ist jetzt nämlich ein bisschen dämlich. Wir haben jetzt nämlich alle eingestellt, die wir für hier... Ah, ne. Also gut, das ist der VX und SFX Designer. Einstellen. Die nächsten kommen erst im März. Es ist irgendwie dämlich, dass wir da jetzt nicht den ersten Film machen können, weil uns der Autor fehlt. Der zweite. Das dürfte sich auch nicht ändern, wenn ich jetzt hier sage klein. Dann werden immer noch zwei. Why? Warum machst du das? Gut. Ich lasse mal vorlaufen bis zum März und dann machen wir unseren ersten Film, wenn wir den nächsten Auto haben. Kann ich die Zeit noch ein bisschen nutzen zum Weiterdekorieren. Also, bis gleich. So, dann, mittlerweile ist März und wir haben jetzt alle Angestellten, die wir benötigen. Also, machen wir einen Film. Action, Piraten, PG-13, Autor. Jö, okay. Was machen wir denn? Machen wir für Action viele Hintergrundinfos? Ja, nicht wirklich. Dialog, naja. Story ein bisschen mehr. Atmo, die muss gut sein. Konflikt, ja. Spannung, ja. Ah, Blut eher weniger. Intimität, weniger. Hätte ich jetzt mal gesagt. So, das war das. Schauspieler. Was will? Das ist irgendwie auch so... Lex hier drin. Das passt. Und jetzt das Herzstück. Szenen und Sets. Er versucht es hier selber schon mal ein bisschen auszufüllen, aber das ist thematisch fragwürdig. Also wir haben Piratenset. Da haben wir das Gangster Office. Wir sagen jetzt hier mal, erste Szene ist Pirates Captain's Cabin. Dann machen wir das normale Pirate Set. Als drittes. Sagen wir mal Western Bar. Und für Stunt machen wir nochmal Pirate Set. Und ja, wir bräuchten jetzt quasi einen Stuntman. Also nicht zwingend, aber wir müssten dann hier einstellen, der Stuntman macht dann den eigentlichen Stunt. Und nicht der Schauspieler, sonst tut er sich weh. Und dann verzögert sich die Produktion. Wir könnten jetzt dann natürlich auch noch mehr hinzufügen, wenn wir wollten. Dann gibt es hier diesen Video-Editor. Den können wir hier mal anklicken. Und da könnten wir jetzt die Szenen zusammenstellen, wie sie dann später dann gedreht werden. Wir können dann die Audiospuren hinzufügen. Wir können dann, warte mal, wo haben wir hier, Soundeffekte einfügen. Aber das macht das Spiel halt nicht von selber. Das müssen wir hier selber machen. Wir gehen das erstmal verwerfen. Ja, möchte ich. Weil wir müssten jetzt hier die Szenen einstellen. Zum Beispiel drehe eine Szene. Dann sehen wir jetzt hier das Set. Und da gehen wir jetzt hier in Animationen rein. Dann wählen wir den Schauspieler. Und dann können wir ihm sagen, was er tun soll. Zum Beispiel, er tut argumentieren. Und er tut... Was macht er denn? Das ist leider ein bisschen am Lecken, wenn man hier so runter geht. Kauert sterbend. Wenn wir den mit der linken Maustaste länger anklicken, wird sich das Spiel wieder beruhigt. So. Dann können wir den jetzt hier verschieben. Q und E. Die Ausrichtung hier verändern. Das gleiche auch bei ihm. Also sie dann einmal so. Und damit schon Nachteil. Die können jetzt hier mit der Umgebung noch nicht interagieren. Leider. Ich hoffe, das kommt noch. Das ist ein Minuspunkt. Dann können wir jetzt hier die Kostüme ändern.
die sind jetzt alle vordefiniert. Gibt es leider keinen Editor für das. Zumindest habe ich den noch nicht gefunden. Also sie könnten sagen, er ist ein Piratenpolizist oder sowas. Dann SFX oder FX in dem Sinn. Haben wir aber noch nichts freigeschalten hier drin. Und dann haben wir hier noch Kamerabewegung. Jetzt können wir hier tatsächlich die Kamera einstellen. Das ist eigentlich noch ganz cool. Wir können ein bisschen Wackeln einstellen. Wir können sagen, was die Kamera machen soll. Zum Beispiel Schwenke zu jedem Akteur. Und all diese Scherze. Und wenn wir das jetzt hier so lassen wollen, dann gehen wir hier einfach wieder raus. Und dann haben wir das hier gemacht. Und das gleiche auch bei den anderen Sets. Da sind sie jetzt zum Beispiel am Rumschießen. Wir könnten auch sagen, nur er macht jetzt hier was. Das ist auch kein Problem. Zum Beispiel nur sprechen. Hinterm Tisch hier. Er kann sich halt leider nicht hinsetzen. Was ein bisschen doof ist. Dann gehen wir Kamera vergrößern. Oder Schnitt. Na, Zentrum auf ihn bitte fokussieren. Ja. Und das machen wir noch für die anderen. Okay, ich würde sagen, ich stelle mal die Szenen ein für die anderen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sedele, die Szenen habe ich soweit eingestellt, aber ich habe noch was vergessen. Wir können ja die Sets hier noch upgraden. Dazu gehen wir in den Baumodus rein. Können hier die Sets anwählen. Hoffe, dass es nicht allzu sehr hier rumleckt. Und dann können wir hier die ganzen Sachen upgraden bzw. austauschen. Zum Beispiel möchten wir hier die neue Kamera haben. Und davon können wir gleich zwei haben. Oh, die Performance, die ist Wahnsinn, sage ich euch. Dann Einrichtung der Mikrofone. Da haben wir jetzt noch nichts Spannendes. Holen wir uns auch mal das. Einmal voll machen. Das gleiche auch für die Beleuchtung. Es ist wirklich schlimm mit der Performance. Also, sofern der Patch noch nicht draußen ist. Lasst es vielleicht mit einem Workshop, aber dann habt ihr die ganzen kreativen Sachen hier nicht drin. Und ich würde sagen, ich tue jetzt mal alle Studios, was wir hier haben, upgraden mit den neuen Sachen. Schauen dann nochmal in den Film-Editor rein, ob wir das irgendwie nutzen können oder ob das Bild besser aussieht. Und dann machen wir den Dreh. Okay, einige Lag-Momente später habe ich jetzt die Studios geupgradet, mit denen wir hier arbeiten. Man sieht die Upgrades sogar. Also hier da die Lampen und die Kameras und so und die Mikrofone. Und ich bin hier im Editor nochmal hergegangen. Also hier bei Szenen und Sets. Video-Editor. Hab ein paar Untertitel hinzugefügt und ein paar Soundeffekte. Und jetzt kommt der Clou. Noch bevor es überhaupt gedreht ist, könnte ich jetzt hier sagen, Video exportieren und den einstellen, wie ich es gerne hätte. Und hab's dann schon. Ohne dass jetzt hier der Dreh eigentlich schon stattgefunden hat. Der finde ich ein bisschen doof, weil da kann dann irgendwie auch nichts mehr schief gehen. Das ist dann wie schon fix, was dann passiert. Okay, jetzt haben wir hier die ganze Arbeit fertig und sagen hier Produkt kreieren. So, sagen wir hier mal automatisch zuweisen. Schreibblockade. Schild auf dem Set, ein langsames Geplauder entwickelt sich. Aha. Ja, solche Sachen kommen immer wieder mal rauf. Ich würde sagen, ja. Okay, das sind einfach so ein paar Nebenmissionen. Um das Ganze ein bisschen aufzuheitern. Nochmal, hab ich dir nicht? Doch, automatisch zuweisen. Wir müssten hier die ganzen Leute ankommen. Genau. Zu dir das Drehbuch geschrieben? Im Nachhinein, ne? Sehr schneller vor. Ich glaube, eine Person fehlt uns noch von die, was ich eingestellt habe. Dann wird der Dreh, so wie es aussieht, erst morgen stattfinden. Du bist Essen beschwert. Was soll das denn? Die mittlere Qualität. Premium Bio-Essen hier.
Okay, heute wird es nichts mehr mit dem Dreh. Sind sie wieder weg? Jetzt ein Button. Bis zum nächsten Arbeitstag irgendwie vor. Das wär's. So. Jetzt ist soweit. Lebo schreiben, 1 von 4. Aber warum geht's denn hier nicht weiter? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Nur mal auf I. Oh, schon wieder am Rumlecken, ja, das gibt's doch nicht. Ja, spannend. So, was haben wir hier? Hat sich über das Essen beschwert. Ich kann es halt nicht besser machen. Ich habe schon mittlere Qualität. Habe ich hier... Wo wäre das Essen hier? Ausstattung. Nee. Produktion. Nee. Kann ich noch gar nicht machen. Meine Autoren machen nichts. Schräg. Hätte vielleicht den Text von jeder ein bisschen mehr durchlesen sollen. Na gut. Ich würde sagen, wir machen eine Zeitreise, bis hier weitergeht und dann schauen wir uns den Dreh effektiv an. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gefrustet. Er ist nämlich die ganze Zeit bei diesen 2% stehen geblieben. Und ich war mir halt nicht sicher, warum. Und ich habe dann im Steam-Forum ein bisschen nachgeguckt und im Discord. Es ist wohl ein Known Bug, dass das passiert. Und da kannst du dann auch nichts dagegen tun. Beziehungsweise dir selber raussuchen, was fehlt. Bei mir hat nämlich 2 Offices gefehlt. Einmal das ist Tonstudio und das Production Office. Das habe ich mal schnell hier hingemacht. Das heißt, ihr geht am besten in das Baumenü rein und schaut, dass hier überall mit wichtigsten Sachen mal 1 da drin steht, dass ihr das habt. Ja, Entwickler meinte, die Notification dafür, dass es fehlt, das kommt noch. Ja, so viel zu nicht Early Access. Und dann ist mir aufgefallen, nachdem ich im Minus war, man kann dann mit Minus kein Darlehen mehr aufnehmen. Man kommt dann einmal die Chance, einen Kredit aufzunehmen von 60.000. Wenn der dann aber auch fertig ist, ja, dann war's das. Eigentlich Game Over, aber da kommt auch keine Meldung diesbezüglich. Okay. Den Film habe ich nochmal auf die Schnelle eingestellt. Können wir hier kreieren. Mach das jetzt wieder. Machen wir das. So. Automatisch zuweisen. Bitte geh jetzt weiter als 2%. Jetzt bleibt er wieder bei 2% stehen. Ich krieg eine Krise. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier ins Baumenü. Wegen der Zuweisung. Warum auch immer mal für die Zuweisung ins Baumenü hier reingeben muss. So. Zugewiesen. Kannst jetzt weitergehen. Nein, jetzt tu mir natürlich zuerst mal essen. Die wollten halt unbedingt vom Movie Deck rauskommen. Ah, okay, erst einmal Recherche machen. Und da beginnt der Dreh. Sind aber noch nicht alle am Set hier. Warten auf die Schauspieler. Ne. Was sind die Schauspieler? Schauspieler? Ja, das ist natürlich super, wenn die Schauspieler jetzt nicht auftauchen. Nehmen wir schon am nächsten Tag.
Yay, wieder einen Haufen Geld verloren. Wir brauchen diesen Film, sonst geht's hier nicht weiter. So, ab zum Set bitte. Nein! Okay, da sieht man jetzt die Szene. Wie sie es halt machen, wiederholt sich halt so die ganze Zeit. Naja. Fand ich bei dem Goofy irgendwie schöner. Okay, jetzt sind sie hier fertig. Und gehen dann zum nächsten Set. Und dann wiederholt sich das Ganze. So, 10 Bewertung, 71. Ne? Aus welches Set könnt ihr denn jetzt nicht erreichen? Was passt denn jetzt nicht? Kurz gucken, das wäre Pirate Set. Warte mal, Pirate Set, Pirate Set. Das hier? Ja. Aus irgendwelchen Gründen könntest du es jetzt nicht erreichen. Okay, ich mache das jetzt mal quick and dirty. Und tu es hier platzieren. Und dann geht's hoffentlich. So, weiterarbeiten. Braucht das Geld. Auch da, warum habe ich da ursprünglich das hier bauen können und krieg keine Meldung, dass sie da aus irgendwelchen Gründen nicht hingehen können? So, was wir jetzt hier noch tun könnten, ist, die einzelnen Szenen, wenn die nicht gut genug sind, können wir sagen, ja, dreh's mal neu, bis wir dann happy sind. Aber wir lassen das jetzt erstmal fertig drehen, weil der Film muss unbedingt released werden. Gut, nächster Tag. Jo, jetzt sind wir im Minus. Und dann werden die Leute gleich mal unhappy, wenn sie ihren Lohn nicht kriegen. So, fertig. Jetzt könnte man halt theoretisch neu drehen, aber wir sagen jetzt Dreharbeiten beenden und veröffentlichen. Freigabe morgen. Wir könnten jetzt gerade direkt mit den nächsten schon anfangen, aber wir warten jetzt auf die Veröffentlichung. Ja, Essen können wir uns gerade nicht leisten. Morgen wird es besser, liebe Leute. Ich schwöre. Oh, ich hätte gern Fass geben. So, ab nach Hause. So, die Kritiken. Die geheimnisvolle Dame sollte eine Odier, das 1930er Action sein, obwohl das Genre überstrapaziert wird, hat Marianne Hahn es meisterhaft umgesetzt. Für das Debüt von seinem hat Vito Bryant einen ganz passablen Job gemacht. Für den Blockbuster, den sich die geheimnisvolle Dame erhofft hatte. Glaube ich nicht. Ja, okay. 69. Jetzt könnte man hier noch die Aufschlüsselung angucken, was jetzt so geil war und was jetzt nicht so geil war. Und dann sagen wir hier weiter. Und? Jetzt kommt das Geld rein. Nice. Wir können uns den Film jetzt auch angucken. Hier mit zeigen. Ah ne, falsch. Hier mit dem da sehen. Und es ist billig. Ja, das sind Soundeffekte, die ich ausgewählt habe. Inklusive den Untertitel hier. Es ist dämlich. Ja, also ich sehe schon, man kann sich da ein bisschen ausleben, aber da braucht man auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie die Schauspieler da am Studio arbeiten, dass sie mit Sachen interagieren. Es ist ja nur bis zur Hälfte gedacht und dann hat man wieder aufgehört. Also ich würde mal sagen, wartet jetzt hier vielleicht noch mal ein halbes Jahr, bis da Community Feedback reingegangen ist, bis der
inoffizielle Early Access mal fertig ist, dass das gut läuft, vor allem mit der Performance. Und dann kann man sich das angucken. Und ich würde sagen, wenn euch das jetzt nicht so überzeugt hat, dann schaut euch das Video von mir an von Movie Tycoon. Das ist entweder schon draußen oder kommt demnächst. Und da, glaube ich, werde ich ein kleines Let's Play machen. Aber da war die Demo ziemlich geil. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gute Filme. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.